Hallo und willkommen zurück in Alanya. Eieiei, jetzt habe ich aber gutes Wetter ausgesucht hier, guckt euch das an. Es ist so um die 17 Uhr und ich war hier gerade in der Aqua-Residenz, wo wir eine kleine Wohnung haben und habe gerade das Wohngeld, das IDAT bezahlt, also das Nebenkostengeld für die Aufzüge, fürs Putzen, für das Personal, für die Security, für den Pool, für den Indoor-Pool, für alles, also die gesamten Nebenkosten fürs gesamte nächste Jahr, damit ich nicht immer monatlich hier was überweisen muss. Hier mache ich das zum Beispiel in bar. Bei dem Schwiegerelternwohnung, bei der Bookbeak-Wohnung habe ich das überwiesen vor ein paar Tagen, auch fürs nächste Jahr schon. Und bei der Wohnung, wo wir drin wohnen, da werde ich auch jetzt nochmal in Erfahrung bringen, was ich da zahlen muss. Aber ich glaube, da habe ich für 2 Jahre im Voraus bezahlt. Das nennt man hier IDAT. Und das ist der größte Vorteil von Immobilien hier in der Türkei, vom Immobilieninvestment hier in der Türkei, ist, dass die Nebenkosten so verdammt gering sind. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Das ist jetzt hier auch die teuerste Wohnung. Also wir haben hier so eine kleinere Wohnung, so um die 35 Quadratmeter groß, können hier aber alles mitnutzen. Zwei Zimmer plus Bad. Und hier zahle ich 35 Euro im Monat, was schon für die Türkei viel ist. Aber es liegt halt auch daran, dass diese Anlage so groß ist und so gepflegt ist. Die haben ja auch fest angestellte Hausmeister, mehrere Securities, was weiß ich, eine Tiefgarage. Das muss ja alles in Ordnung gehalten werden. Und vorher hat es 30 Euro im Monat gekostet, jetzt kostet es 35 Euro im Monat und ist damit sehr, sehr günstig. Ja? Das bedeutet, man kann hier super gut eine Wohnung kaufen und dann halt sagen, also wenn ich jetzt nur 3 Monate im Jahr mal herkomme oder alle Ferien oder sowas, die Nebenkosten sind so gering, dass man das machen kann, ohne dass es einem wehtut. Ja? Jetzt stellt mal vor, ich würde hier 300 Euro Nebenkosten im Monat zahlen, dann würde sich das ja natürlich überhaupt nicht lohnen, diese Wohnung da für mich zu lassen, ja? Sondern da müsste ich die halt dann irgendwie vermieten und dann könnte ich sie dann wieder nicht nutzen, wann ich will. Also das ist dann wieder blöd. Ja? Deswegen, also das ist auch immer so eine der Fragen, ja, wie hoch ist das IDAT und das ist irgendwo, bespielt sich das ab zwischen sich 10 Euro im Monat und 100 Euro im Monat, je nachdem, was für eine Anlage man hat, ob da ein festangestellter Hausmeister ist oder nicht oder wie hier, ist das eine sehr, sehr hochwertige Anlage. Ja. Hier sind ja einige von unseren Zuschauern, haben hier Wohnungen gekauft. Der Ali ist jetzt auch hier eingezogen, der wohnt jetzt hier auch in einer sehr schönen Wohnung. Und wir haben hier eine Wohnung, also diese Anlage ist toll. Ich will den nächsten Tagen nochmal herfahren, wenn der Ali ist gerade ja umgezogen, der hat keine Zeit, aber der soll mir mal die Schlüssel besorgen, dann gucken wir mal, was wieder frei ist oder immer noch frei ist. Hier gehen natürlich auch Leute raus, ja, und dann kommen wieder neue Leute dazu. Es sind 180 Wohneinheiten hier, aber es ist sehr, sehr ruhig, ja. Und was hier so toll ist, ist halt wirklich, dass es halt immer in Benutzung ist. Wir haben jetzt Mitte November, ja. Man könnte hier noch schwimmen gehen, ist absolut super sauber. Selbst der Kinderpool ist noch an, Indoorpool ist schon offen, glaube ich. Müsste ich mal gucken. Indoor-Spielplatz ist schon in Betrieb, Fitnesscenter und so. Also es ist wie so eine Luxus-Wellness-Anlage hier. Ich finde es wirklich toll und sie haben sich auch wirklich reingehängt, dass es immer wieder noch schöner wird, ja. Vor ein paar Wochen gab es hier auch eine Eigentümerversammlung, wo alles Mögliche beschlossen wurde. Die ging, da war ich nicht da, da habe ich dann dem Ali eine Vollmacht gegeben, weil ich das immer so ein bisschen, ja, finde ich immer sehr anstrengend. Und da war es dann so, dass die, ich glaube, das ging 6 Stunden lang, dass die Leute sich mit allem einig geworden sind und was beschlossen wurde und das wurde abgestimmt und ja, und jetzt wird sich halt auch dran gehalten. Jetzt gucke ich mal, der Indoor-Pool ist noch nicht offen, ja. Aber sobald halt hier außen es zu kühl wird, dann wird er wahrscheinlich geöffnet werden. Ja? Und genau, was ich jetzt immer mehr mitkriege, ist, es gibt ganz viele Leute, die sich dann jetzt schon mal hier eine Wohnung sichern. Ich hatte letztens ja auch Zuschauer von uns von Ruhe Energie hier kennengelernt. Die haben sich hier auch eine Wohnung gekauft. Die wollten sich erst eine Villa kaufen und die wohnen noch in Deutschland und haben sich die halt jetzt schon mal gekauft. Ja? Richten die jetzt demnächst ein bei dem nächsten Urlaub. Und dann wird es immer weiter hier genutzt und irgendwann kommen sie dann vielleicht mal ganz her. Aber sie wissen es nicht. Ja? Aber es macht natürlich Sinn, in einem Land, wo das so gut organisiert ist, gerade mit dem Grundbuch, mit diesem ganzen Ablauf hier, wo das so auch klar ist, wie das hier juristisch abläuft. Es ist halt deutlich einfacher,
hier was zu kaufen und auch zu verkaufen als in Deutschland. Ja, in Deutschland dauert es auch vor allem sehr, sehr lange. Ich habe es ja gemerkt, als wir unser Haus verkauft haben. Da waren wir uns einig im März, Februar, März, ja. Und Geld auf dem Konto war dann irgendwann Ende Mai, ja. Das war wirklich März, April, Mai, ja, so 3 Monate hat es gedauert, nachdem man sich sogar schon einig war. Und Notarvertrag und alles, also das dauert halt einfach. Ne? In Deutschland ist das alles viel, viel aufwendiger und hier halt viel mehr darauf ausgelegt, dass man schnell auch mal den Besitzer wechseln kann. Ja? Also ich bin auch wirklich super froh, dass wir diese Wohnung haben hier in dieser tollen Anlage, weil wir einfach unsere Geschäftspartner, Freunde und Bekannte hier ganz toll unterbringen können. Und wir die auch selber nutzen, die Anlage. Wir fahren dann halt auch mal her und gehen hier auf den Spielplatz, Indoor-Spielplatz, gehen hier schwimmen und so. Weil wir haben ja eine Wohnung, da können wir ja mit nutzen. Und ich zahle ja auch die Nebenkosten. Ne? So, ich genieße jetzt nochmal den Sonnenschein. Oh, man muss jetzt aber noch ein bisschen Obst und Gemüse einkaufen, was es hier auch sehr, sehr gut gibt. Aber ich sende euch liebe Grüße und bis bald.